Willkommen zurück bei Minecraft in den letzten 7 Folgen vor der Folge 100. Man glaubt es kaum, dass wir tatsächlich schon auf die Folge 100 zulaufen. Plan für die Folge 100 haben wir noch nicht. Ich wollte heute auch nochmal die letzten 7 Folgen mit dem TK4711 aufnehmen. Aber der lässt feinartig grüßen und freut sich. Liebe Grüße an die Zuschauer, hat er noch geschrieben. Der gute Mann ist krank. Hat sich eine Erkältung eingefangen von nahezu epischen Ausmaßen. Und deswegen laufen wir hier alleine rum. Am Beginn unserer Baumfarm, wo immer noch das Schaf rumläuft, was wir dann entweder locken werden oder wir schmeißen es um. Mal schauen. Es waren ja 2. In erster Linie werden wir uns aber heute wahrscheinlich mal in Lebensgefahr begeben, um diesen wunderbaren Tropenbaum hier niederzumetzeln, weil der jetzt mittlerweile nicht mehr so gut da steht, wo er steht. Und wir haben uns hier auch verzählt in den Baumreihen, denn uns fehlt ja noch ein gewisser Abstand, den wir haben müssen. Und vielleicht ist auch so ein bisschen noch die Musik zu laut, ich weiß es noch nicht so genau. Aber in erster Linie machen wir jetzt erstmal hier die Fackeln ab, denn wir haben uns da verzählt. Ich habe da nämlich schon gleich am Anfang begonnen damit. Das bringt ja nichts, wir brauchen ja mindestens mal einen Abstand von 3, um da einen vernünftigen Weg hinzubauen. So. So. Jo. Ich glaube, die Musik ist tatsächlich noch eine Idee zu laut. Machen wir sie einfach ein bisschen leiser. Sollte es zu leise sein, einfach mal in die Kommentare schreiben. Schreibt's in die Kommentare und der Satz ist dann auch schon mal fertig. So, was wir brauchen, ist erstmal ein bisschen mehr Optik da drin. Zack. Da holen wir uns mal schnell ein bisschen Erde. Davon haben wir ja mittlerweile reichlich. Die Erdkiste ist ja voll bis oben hin. Kühe, Schafe, Schweine, alles noch da. Ich freue mich. Ich erinnere mich da so ein bisschen an den TK, der das sagte, dass er das nicht so leiden kann, wenn das alles so schroff abgeschnitten ist. Hier hinten lasse ich es aber erstmal so. Und dann haben wir auch gleich den ersten Schwebebaum, den wir ad acta legen können. Und da wird auch natürlich hochgehopst. Schwupp. Zing, 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 zing. Dann ist natürlich auch die Frage, was wir hier mittlerweile an Themen haben. Es gibt ja mittlerweile genügend davon. Die Frage ist, was bewegt uns nicht? Es ist immer so eine Sache. Das war ja beispielsweise heute wieder in den Tickern unbedingt eine News wert, dass ein Schnappschuss die Cindy aus Marzahn gezeigt hat, wie sie ungeschminkt mit dem Hund Gassi geht. Nein! Schockschwere Not, die gibt's auch in ungeschminkt? Ja, wer hätte das gedacht? Das war dann direkt ein Fall für die Zeitung, für die Boulevardpresse. Das ist ja, also das darf natürlich nicht sein, dass hier jemand da ungeschminkt mit einem Hund Gassi geht. Also, wo kommen wir denn da hin, wenn da jetzt jeder ungeschminkt aus dem Haus geht und Gassi geht? Mit dem Hund. Auch noch mit dem Hund. Also, ne? Upsa, zing, zarup und ab kaputt. Nächster. So, lassen wir es ein bisschen mehr rocken. Night of Dreams läuft. Das Team hieß, welche dieses Ding produziert haben, hieß Noise. Und damit ist nicht der Ort gemeint.
Oh, da oben sein Zeppelin. Hopsa. Und dann müssen wir uns den ersten Tropenbaum zu Gemüte führen. Nein! Du Drecksack! Auch gleich den ersten Creeper da unten. Komm mal rauf. Nein! Ach, verflucht. Überall da, wo man keine Höhle vermutet. Hahaha, wieso reißen die denn eigentlich keine Löcher hier rein? Hab ich da irgendwas verstellt? Eisen! Eisen werden wir in jedem Falle brauchen. So oder so, da kommen wir nicht drum rum. Eigentlich wollte ich jetzt nicht in eine Höhle, sondern den Tropenbaum abtropen. Aber... da kommt ja schon wieder so ein Creeper-Viech. Na, aber er reißt keine Löcher hier rein. Warum auch immer er keine Löcher hier reinreißt. Er verursacht zwar Schaden, aber er reißt keine Löcher rein. Vielleicht habe ich tatsächlich da irgendwo was verstellt. Gut, kommt jetzt im Zuge der Landschaftsgestaltung, kommt uns das natürlich zugute, aber... ich weiß nicht, ob das auf Dauer so eine gute Sache ist. Hinterher werde ich dann wieder gehatet. Und werde dann wieder in die Medien gebracht. Der Cheater, der Hater, Shitstorm, bla, hast du nicht gesehen, Gebimsel. Warum falle ich da nicht runter? Sehr schön. Alter Falter, was eine Höhle hier. Okay, die Höhle ist noch definitiv noch größer, als ich erwartet habe, aber das ist jetzt erstmal nicht wirklich relevant. Da hängt auf jeden Fall noch Eisen drin. Das müssen wir uns in jedem Falle mitnehmen. Eisen werden wir brauchen. Wir werden zwischendurch immer mal wieder auf eine Eisentour gehen. Weil wir das Eisen halt einfach brauchen. Für Rüstungen und sonstigen Kladderadatsch. Zum, 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 zum. Utze, 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 utze. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Nein! Nein! Ein Skelett. Ich höre ein Skelett. Da ist es. Haha. Da gehe ich jetzt nicht hin. Da bin ich jetzt mal feige. Versuch's gar nicht erst, Mr. Creeper. Du musst mir hinterherlaufen, wenn du mich in die Luft sprengen willst. Du Drecksack, das glaube ich doch nicht. Was haben die denn für einen Radius? Aber es wird auch gerade dunkel. Da verschwinden wir mal kurz nach Hause. Dim, dim, dim. Bei heiterer Dance-Vormucke. Dance-Floor-Mucke. Dance-Vormucke. Ich laber einen Blödsinn. Schlafen wir mal kurz ein. Bei der Gelegenheit bringen wir gleich das gute Zeug weg, bevor uns das wieder irgendjemand wegnimmt. Schon haben wir wieder 30 Eisenblöcke. Das ist schon mal super. Oder 30 Eisenerz, wie man es nimmt. Setzlinge haben wir auch schon wieder ein paar. Das ist doch... es nimmt doch langsam, aber sicher nimmt es Formen an.
Tim, 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 tlilim. So. Was gab's denn noch so Schönes? Skandale. Ein neuer Lebensmittelskandal kommt. Der Pferdefleischskandal ist gerade vorüber. Wir bekommen den Skandal Bio-Eier. Das wird so eine Geschichte für sich. Die Bio-Eier, Millionen von Bio-Eiern waren gar keine Bio-Eier, sind aber als Bio-Eier deklariert worden. Ich frage mich heutzutage, wer solche Siegel macht und wie glaubwürdig diese Menschen sind, die sowas machen. Denn irgendwie ist es wirklich schon richtig schlimm. Ich meine, ja, das Thora-Bo mit dem Pferdefleisch, ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber auf einer anderen Seite auch wieder nicht. Ich erwarte schon, dass genau das drin ist, was auch draufsteht. Wenn ich eine Rinderlasagne kaufe, erwarte ich auch, dass da Rindfleisch drin ist und nicht unbedingt Pferdefleisch. Und bei Bio-Eiern erwarte ich halt auch, dass das Bio-Eier sind. Das heißt also, dass die von einem Biohof kommen. Und wenn die dann vielleicht doch woanders herkommen, dann sind das keine Bio-Eier mehr. Und trotzdem werden da Siegel vergeben und beglaubigte Urkunden ausgestellt für Sachen, die im Nachhinein gar nicht mehr für den Endverbraucher nachvollziehbar sind. Und das macht einen irgendwo auf eine gewisse Art und Weise schon ein bisschen traurig, vielleicht auch ein bisschen wütend. Ich persönlich bin in dem Bereich dann eher stinksauer, weil es einfach nicht geht. Dass da immer wieder einer erzählt wird und, ja, Gutes genießen und gut dabei fühlen, ja genau. Kommt immer drauf an, was da für schöne Zusätze in den Eiern drin sind. Vielleicht fühlt man sich deswegen so gut, wenn man so eins gegessen hat. Man weiß es nicht. Aber es ist halt wirklich schon schlimm. Ich meine, früher ging es doch auch. Früher hat man auf den Dörfern, auf denen man gelebt hat, keine Schaufeln mehr gehabt. Oh, war ja. Auf den Dörfern, auf denen man gelebt hat, hat man dann früher mit den Bauern und Händlern des Vertrauens einfach ganz normal gehandelt. Man wusste, das kommt da direkt vom Hof und dann war es in Ordnung. Heute, in Zeiten der Massenindustrialisierung, ist das leider nicht mehr drin. Das ist schon eine Sache, die mich irgendwo, ja, irgendwann auch ein bisschen stört. Weil immer alles so viel wird und alles auf einmal und jeder will das Beste und dann wollen sie aber trotzdem nicht viel Geld dafür bezahlen. Aber Leute, ganz ehrlich, wenn ich hergehe und mir eine Lasagne für 1,29 Euro kaufe, ich kann nicht erwarten, dass da 1A Fleisch drin ist. Das geht nicht, allein vom Preis her nicht. Das ist nicht möglich. Also, das ist so meine Sicht der Dinge. Vielleicht wird's ja geteilt, vielleicht auch nicht. Jetzt essen wir erstmal die letzten Schweinefleischdinger. Ne, eins haben wir noch. Und jetzt habe ich vor lauter Quatscherei vergessen, was ich eigentlich wollte. Ich wäre ein Hunddog-Dog. Das hatten wir aber auch schon mal. Ich wollte ein bisschen Eisen brennen. Jo, das können wir so machen. Nehmen wir die oberen drei Öfen. Dann haben wir schon mal 24 Einheiten. Und klick. Trotz allem bauen wir uns noch aus Cobblestone und Sticks bauen wir uns dann noch schnell ein paar hübsche Spitzhacken, Steinspitzhacken. Jetzt habe ich es wieder. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall wieder genug Material. Legen das dann mal hier mit drunter. Schawupp, 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 schawupp. Zack, zack, zack. Plöpp. Danke.